Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Part des Arkham Knight Let's Plays. Ich habe schon wieder aus den Augen verloren, der wievielte Part das ist. Das passiert mir bei jedem Let's Play und das hat sich auch nie geändert. Die Reifenspur folgt wohin? Ah, hier. Ja, wird wahrscheinlich auch geradeaus einfach über die Brücke laufen, sage ich. Ja. Dann müssen wir jetzt, ja, die Brücke ist oben, wir müssen dann leider das Batmobil verlassen. Alfred, die Spur des Arkham Knight führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nicht, Sir. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut, ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen Sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und Ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Niagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Hört zu, Miller. Wir kontrollieren die Brücken, aber Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam. Achtet auf den Himmel. Vollkommen richtig. Da war ich gerade ein bisschen voreilig. Ich habe da bestimmt auch gesehen den Schnitt, denn ich bin schon über die Brücke geflogen, aber ich musste halt noch die Cutscene triggern. Ist immer wieder nervig, wenn man einfach schon das Spiel gespielt hat und dann bestimmte Dinge für selbstverständlich erkennt. Ich muss mir das einbilden. Wer würde eine Leiche an die Wand ketten? Hier wimmelt es nur von Milizen. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Das ist vollkommen richtig und mit diesen Worten ist dann hier auch Action mal wieder am Start. Was ist das denn da? Einer mit Drohne. Aber ganz ehrlich, das sollte eigentlich kein Problem sein. So, ab in Lüftungsschacht. In Schachtlüftung. In Schachtlüftung, yo. In Lüftungsschacht zu sein, ist immer eine gute Sache. So, du grinst mich gerade ein bisschen an. Was zum Teufel? Ja, er schießt ihn einfach da runter und guckt, was passiert. Du triffst ihn gleich, wenn du ein bisschen Pech hast, Minion. So, nächste. Wenn der sich jetzt umdreht, haben wir ein Problem. Was ist das? Respekt. Okay, da war die KI gerade dämlich. Die hätte uns sonst entdeckt. Dann schalten wir jetzt auch den letzten aus. Haben den jetzt mal ausgenockt. Jetzt werden wir ihn aber auch finishen. So, Advanced Tactics. Ich habe nichts anderes erwartet. Das ist richtig, so haben gerade Advanced Tactics erfüllt. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Na gut, dann machen wir das mal. Bist dich. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu nahe. Oh, ich weiß. Wegen dem, was seiner Katze Freude passieren wird, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter, erstaunt. Das hast du nicht erwartet. Weil du mir nicht gewachsen bist. Okay, rede ich einfach mal zwischen. Was ist denn da schon wieder los? Der Riddler hat sich dazwischen gemischt. Gab es auch schon in den ersten Batman Arkham Teil. Und ich würde sagen, wir müssen da mal schauen, was zur Hölle da los ist. Denn er scheint Catwoman zu haben. Das ist nicht so geil. Also müssen wir sie wahrscheinlich retten. Wups. Aus irgendwelchen Gründen hat sich gerade einfach meine Kamera bewegt, sag ich mal.
Aber gut, ein bisschen Schwund ist immer. Ich rede ihm übrigens jetzt mal dazwischen, weil er sagt nichts anderes als, yo, Alter, komm hier hin und sonst fände ich aus. Nämlich, wenn ich jetzt wirklich jeden einzelnen Milizfunk durchgehen lasse, dann werde ich in diesem Let's Play nie wieder reden und das ist auch nicht so der Witz. So, Leute, wie machen wir, wie schalten wir die denn mal aus? Seilwerfer? Wir versuchen mal was. Geht das? So, hier könnte ich jetzt einen Hakenpunkt fertig. Nein? Kannst du es mal sein lassen? Wir versuchen mal was. Schade. Ich wollte jetzt gerade einfach mit dem Seilwerfer so durch die Gegend kicken. Also sprich den Seilwerfer auslösen und dann quasi den Gegner. Das versuchen wir jetzt nochmal. Also ich scheiße jetzt mal auf meinen Flawless Free Flow. Das schaffen wir noch im... Ach. Das wird eh nichts. Okay. Never mind. Ich wollte gerade sagen, das schaffen wir eh noch im Let's Play ganz oft. Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und ihr drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Oh boy. Ja, Riddler, also aus den vorherigen Spielen, das machen wir jetzt mal eben. Die Riddler-Witze... Witze. Die Riddler-Aufgaben sind quasi, ach scheiße, die könnten wir auch schon gar nicht machen. Aber die Riddler-Herausforderungen, die gab es auch schon im ersten, zweiten, eigentlich gab es sie in jedem Teil. Und die werden wir nicht machen, da sage ich ganz klar, vielleicht machen wir ein paar davon, aber wirklich dann nur so die, die offensichtlich sind, weil es liegt nicht daran, dass ich dumm bin oder so, ich finde es einfach nur extrem langweilig, Rätsel zu lösen in diesem Spiel. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ganz ehrlich, bei diesen Enigma-Rätseln sage ich wirklich, nee, lass mal, weil das ist weder spannend zum Zuschauen noch wirklich spannend zum Spielen, also. Ja, wir gehen da jetzt erstmal rein. Okay, alles wieder schön grün. Pickney-Waisenhaus, okay. Catwoman ist da unten. Ja, scheiße, was ist denn hier los? Batman? Das bist besser du und du willst dich besser... Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht. Ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? So, Catwoman, wir haben Catwoman nicht nur ein bisschen gerettet, sondern wir klatschen jetzt auch mit ihr quasi hier Leute weg. Du bist zu gut zu mir. Yes. Und wie ihr das jetzt schon richtig seht, können wir Charaktere wechseln. Also wir können jetzt hier tatsächlich Catwoman spielen. Kleiner Spoiler, nicht dass ihr jetzt denkt, dass das jetzt so wirklich so ein komplett anderes Charaktermovement ist. Ist dasselbe wie auch bei Batman, nur mit anderen Animationen. Und generell werden wir Catwoman nicht in irgendwelchen Schleichmissionen spielen. Sondern das wird wirklich exklusiv nur so für ein paar Kämpfe sein. Oh noch! Ja, oh. Ey, da hätten wir fast den Freeflop verkackt. Hui, das war knapp. Du hattest hoffentlich Spaß, dunkler Ritter. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese kesselkriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Guck. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bumm. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Ja, und das werden wir jetzt auch machen. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Bring mir die Schlüssel.
Werden wir tun, aber bevor wir das jetzt machen, machen wir erstmal noch ein paar Schluss. Und dementsprechend würde ich auch sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus, haut rein.